Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland droht Moskau jetzt mit einem Militäreinsatz. Präsident Putin bekam vom Parlament die Ermächtigung, zusätzliche Truppen in das Nachbarland zu entsenden. Zu. Mehr verlang ich nicht. Ich erkläre euch den Konflikt aus einer anderen Sicht. Wir Ukrainer, wir wollten nie mit Russland Streit. Doch die Amis provozieren aus dem Hinterhalt. Politiker, die für alle Menschen reden. Es geht um Geld und Macht, uns geht's um Menschenleben. Russische Panzer, die in mein Land einfahren. Du siehst Tote vor dem Maidan. Leute werden eingesperrt, andere werden umgebracht. Bitte Gott, leg die Hände über unser Land. Es geht um meine Familie, sie haben's nicht verdient. Sie wollen keinen Streit, sie wollen keinen Krieg. Doch die da oben haben eigene Absichten. Sie verwirren uns mit Nachrichten. Guck, was sie anrichten, guck, wie die Leute leiden. Scheiß auf eure Politik, lasst das Volk entscheiden. Russische Panzerwagen auf den Straßen der Krim heute Nacht. Die Situation eskalierte dramatisch. Dort spitzt sich die Lage vor allem auf der Halbinsel Krim zu. Die Ukraine wird mehrheitlich von Russen bewohnt. Neben der Hauptstadt Simferopol hat vor allem der Schwarzmeerhafen Sevastopol strategische Bedeutung als Stützpunkt der russischen Marine. Sie reden nicht, sie schicken Militär. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, aber wer ist wer? Und ihr erkennt das nicht, wir sind uns einig. Scheiß auf die Amis, guck wie Putin unser Land verteidigt. Sie lügen in den Medien und ihr fällt drauf rein. Guck wie zwei Mächte unser Land aufteilen. Keine Politik, nein, das ist Schwachsinn. Und wegen diesem Schwachsinn sterben Jungs mit 18. Ihr macht die Leute kaputt, man sieht es in den Augen. Ihr könnt uns alles nehmen, aber niemals unseren Glauben. Wir wollen keinen Krieg, wir brauchen keinen Terz. Wir haben kein starkes Militär, aber ein starkes Herz. Ich bitte den Präsidenten Wladimir Putin um Hilfe beim Versuch, auf der Krim die Sicherheit wiederherzustellen. Wladimir Putin forderte heute die Genehmigung, auf ukrainischem Staatsgebiet russische Truppen einzusetzen. Schüsse fielen, 97 Verletzte, Opfern, Blut und Bürgerkrieg. Warum? Warum muss das alles sein? Sag mir nur eins, warum muss das alles sein? Warum? Wir wollen keinen Krieg, versteht das? Wir wollen einfach keinen Krieg.